Und trägst du beim Fahrrad- und oder E-Bike-Fahren immer einen Helm? Und was würdest du davon halten, wenn das Tragen eines Helms zur Pflicht würde? Wir schauen uns in diesem Video an, ob ein Fahrradhelm wirklich schützt, warum so viele immer noch keinen Fahrradhelm tragen, genauso wie das Pro und Contra einer Helmpflicht aussehen könnte. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf dich heute hier auf Zweirad Express TV zu einem neuen Video begrüßen. Es ist super spät abends, es ist schon 8:45, aber das Wetter spielt mit, damit wir uns heute noch über ein ziemlich cooles und wichtiges Thema unterhalten können, nämlich die Helmpflicht. Zum einen für Kinder, aber auch natürlich für Erwachsene und wo es die gibt, das schauen wir uns alles an. Erstmal, es ist natürlich so, dass wir in unserem Online-Shop, ja, wir sind auch ein Online-Shop und ein Fahrradhändler vor Ort, wir sind nicht nur ein YouTube-Kanal, dort verkaufen wir nicht nur Fahrräder und E-Bikes, Pedelecs etc., sondern natürlich auch Fahrradhelme. Deswegen möchte man meinen, dass unsere Meinung ein bisschen eingefärbt ist und das lässt sich vielleicht auch nicht ganz abstreiten. Aber wir schauen uns natürlich auch an, wie sicher ist ein Helm und das Ganze ist natürlich mit Quellen belegt, das habe ich mir also nicht ausgedacht. Wer das abchecken möchte, kann gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen, da packe ich euch die Links entsprechend rein. Jetzt aber zunächst einmal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Fahrradhelm und wie oft wird er wirklich getragen. Und zwar hat das Bundesministerium für Digitales und Wirtschaft herausgefunden, beziehungsweise in einer Studie erforschen lassen, dass insgesamt 45% der Fahrradfahrer regelmäßig, also Fahrrad-, Pedelec-, E-Bike-Fahrer, regelmäßig einen Helm getragen haben. Und das sind satte 15% mehr, als es noch 2019 waren. Also man sieht da schon eine Veränderung. Zudem geht es natürlich ganz oft um das Thema, wie viel Schutz bietet ein Fahrradhelm wirklich. Denn, ich sag mal, wenn der nicht schützt, dann können wir es uns auch lassen, denn optisch ist es nicht gerade ein Highlight. Egal welchen Helm wir haben, sehen wir wahrscheinlich ohne Helm ein bisschen besser noch aus. So, jetzt ist es aber so, dass ein Fahrradhelm, der die gültige DIN-Norm, das ist nochmal ein separates Thema, der die erfüllt, der schützt auch. Und zwar wurde getestet, dass bei einer Geschwindigkeit von 19,5 km/h das Risiko für eine schwere Verletzung deutlich reduziert wurde. Das heißt also, es funktioniert. Besonders gefährdet bei Verletzungen sind dabei wirklich die älteren Leute, das heißt also die Gruppe 65+. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich kann es auch jüngere Leute treffen. Dementsprechend sind wir nicht davor gefeit, auch eben entsprechend uns beim Fahrradfahren zu verletzen und sollten deswegen auch einen Fahrradhelm tragen. Denn, so haben wir gerade gelernt, wenn er die DIN-Norm erfüllt, dann schützt er auf jeden Fall. Okay, dann haben wir also gelernt, dass ein Fahrradhelm wirklich schützt. Natürlich gibt es dabei auch noch Unterschiede. Gut, besser, sehr gut. Und auch wie viel meines Kopfes ist wirklich abgedeckt und welcher Bereich wird dann auch geschützt. Das waren gerade meine Notizen, die durch die Gegend fliegen. Und wenn wir uns das angeschaut haben, dann lass uns aber der Vollständigkeit halber doch noch einmal schauen, was die eigentlichen Aufgaben des Helms sind. Denn das ist natürlich neben dem eigentlichen Schutz, in dem hier eben die EPS-Schale zusammengedrückt wird und möglichst wenig der Aufprallenergie an meinen Kopf weitergegeben wird, ist es auch so ein bisschen der Sonnenschutz, gerade beim Mountainbike-Helm, wobei das mit Sicherheit zu vernachlässigen ist, auch wenn hier so ein bisschen noch der Schirm verstellt werden kann, sondern wirklich auch nochmal das Bilden einer physischen Barriere zwischen dem Kopf und dem Objekt, auf das ich da gerade pralle. Jetzt zum Thema Pflicht, also einer Helmpflicht. Eine allgemeine Helmpflicht gibt es auf Malta, gibt es aber auch in Neuseeland, in Australien und in, ich glaube, Finnland. Ich blende euch alle Länder hier auch nochmal ein. Also dort ist es geregelt, dass jeder Fahrradfahrer einen Helm im Straßenverkehr tragen muss. Eine Helmpflicht für Kinder besteht in 38 Staaten der USA, genauso wie in Japan und auch im Land unseres Hauptsitzes, nämlich in Österreich. Nun tragen aber immer noch ganz viele Leute keinen Fahrradhelm. Und da wurde untersucht, warum denn eigentlich nicht? Und so gaben 44% der Leute an, dass ein Fahrradhelm unbequem sei. Jetzt meine Meinung aber auch dazu. Ich denke, so eine richtig fette Prellung am Kopf wäre tatsächlich unangenehmer. Zudem gaben 37% der Leute an, dass sie sich auch ohne Helm sicher fühlen. Im Hinblick auf die Fahrradunfälle in Deutschland, ich meine, wir sehen es immer wieder in unseren lokalen Zeitungen auch, sag ich mal, mehr Sicherheit schadet da nicht und wir haben ja am Anfang des Videos schon gelernt, dass ein Fahrradhelm wirklich schützt, untersuchterweise und nachgewiesenerweise wirklich schützt. Lasst uns jetzt einmal zu den Punkten kommen, warum eine Helmpflicht sinnvoll sein könnte. Und Disclaimer, das sind nicht meine Punkte, sondern die gebe ich lediglich wieder. Genauso auch die Gründe dagegen gebe ich wieder. Meine Meinung vorweg vielleicht dazu, ich bin kein großer Fan von Regeln. Wir haben alle in unserem Alltag mehr als genug Regeln. Nichtsdestotrotz wurden dort einige
teilweise auch wirklich nachvollziehbare Gründe angegeben, warum eine Helmpflicht bei allen Fahrradfahrern in Deutschland eingeführt werden sollte. Und zwar zunächst einmal sind Erwachsene natürlich Vorbilder für ihre Kinder. Und wenn die Erwachsenen schon ohne Helm unterwegs sind, dann führt das auch tendenziell eher dazu, dass das Kind eher den Helm weglassen will. Dann ist es ja so, dass der Helm wirklich schützt. Da haben wir schon ausgiebig drüber gesprochen. Und im Rahmen des Straßenverkehrs, wo wir alle gemeinsam dran teilnehmen, sollte sich jeder Teilnehmer bestmöglich schützen. Und dazu gehört eben auch das Tragen eines Fahrradhelms. Gerade weil bei Fahrradunfällen die Kopfverletzung der häufigste Unfall ist, dem so entgegengewirkt werden kann. Natürlich nicht komplett ausgeschlossen werden kann, aber wie gesagt, es hilft halt. Gerade auch bei Kopfverletzungen besteht natürlich auch immer das Risiko, dass man nie wieder vollständig gesund wird, also langfristige Folgen davon trägt. Es lassen sich natürlich auch Gründe gegen eine Helmpflicht führen. Und für mich persönlich, ich habe es gerade schon gesagt, ich finde immer mehr Regeln sowieso nicht gut. Und nichtsdestotrotz möchte ich nochmal ganz explizit sagen, dass die folgenden Gründe gegen eine Helmpflicht nicht von mir, nicht von unserem Team stammen. Denn so wurde gesagt und wurde angeführt, dass das Tragen eines Fahrradhelms ein falsches Gefühl von Sicherheit und von Unverwundbarkeit erzeugen würde, was nicht stimmt. Das war ein Grund, der da angeführt wurde, gegen das Tragen von Helmen bzw. gegen eine Helmpflicht. Zudem würde die Einführung einer Helmpflicht die Nutzung von Fahrrädern drastisch reduzieren und dadurch wieder mehr Autofahrer auf den Plan rufen und die öffentlichen Verkehrsmittel stärker belasten, weil eben Leute aufgrund der Helmpflicht nicht mehr Fahrrad fahren würden. Und dann wurde auch noch angeführt, dass ein Fahrradhelm natürlich keinen Unfall vermeiden könnte und dementsprechend spricht das auch gegen eine Helmpflicht. Also wie gesagt, wir stehen nicht hinter diesen Punkten, sondern die wurden da angeführt. Gebt mir gerne in den Kommentaren eure begründete Meinung dazu ab. Würde mich wirklich interessieren. Und dann können wir da gerne auch ein bisschen diskutieren. Mein Fazit zu dem Ganzen ist, es liegt ja nun auf der Hand, dass es Sinn macht, einen Fahrradhelm zu tragen. Natürlich einen DIN-geprüften. Und da gibt es dann auch nochmal Qualitätsunterschiede auf jeden Fall. Aber grundsätzlich kann gesagt werden, das Tragen eines Fahrradhelms ist grundsätzlich sinnvoll. Egal, ob ihr Mountainbiken seid, dann sowieso, aber natürlich auch und vor allen Dingen im Alltag, wo ja die allermeisten von uns unterwegs sein werden. Es gibt also in Wirklichkeit keinen Grund, keinen Fahrradhelm zu tragen. Auch wenn gesagt wird, das ist unbequem, ja, weiß ich wirklich nicht. Gerade eine Kopfverletzung, die ist unbequem. Und ob man das Ganze jetzt verpflichtend macht oder auch einfach selbstverantwortlich, das ist in meinen Augen jedem selbst überlassen. Hier kannst du jetzt das nächste Video anschauen und hier kannst du unseren Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und egal ob mit oder ohne Fahrradhelm, wünsche dir die allerbeste Saison. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.